Bei der Messe Floran gibt es auch viele Fachvorträge. Ein Schwerpunkt dabei bildet die Warnung und Information der Bevölkerung. Und ein Experte in dem Bereich der Krisenkommunikation ist Rolf Erbe. Herr Erbe, wie genau gelingt Ihnen denn die Krisenkommunikation bereits? Wir haben ja Glück, dass wir sehr wenige Krisen haben, anders als vielleicht das krisenerprobte Sachsen, auch mit Überschwemmungen. Wir sind ja in Berlin da noch relativ verschont. Wir haben aber andere Ereignisse, auch hier war ja ein Beispiel jetzt, Krisenkommunikation anhand des Einsatzes Ebola-Verdacht damals mit der Schlagzeile Ebola nimmt 800 Geiseln. Wie gehen wir also damit um? Es war damals so, dass in einem Jobcenter eben 800 Mitarbeiter und Besucher betroffen waren, weil ein Ebola-Verdacht im Hause war. Wie gehen wir da mit der Presse um? Wie gehen wir aber auch mit der Bevölkerung um, die ja informiert werden will? Das Ganze war 2014, das haben wir hier anhand eines Beispiels hier als Vortrag mit den Besuchern diskutiert. Und heute sind wir weiter. Heute, 2018, haben uns die sozialen Medien ja schon fast überholt. Und wir müssen sehen, dass wir den Anschluss bekommen. Denn wir wissen ja, dass die Community glaubt der ersten Meinung. Und wenn unsere Statements, unsere Aktivitäten auf sozialen Medien sehr, sehr spät kommen, dann sind wir nun mal zu spät. Wir können das aber nutzen. Wir können es nutzen, dass wir Informationen bekommen über die sozialen Medien, aber auch entsprechend steuern. Und da gibt es eben entsprechende Kanäle. Darauf müssen wir uns einstellen. Das kostet aber auch Personal, kostet auch Fachkompetenz. Aber eben soziale Medien ist das, was wir auch in den Krisen eben ganz aktiv bespielen müssen. Sie haben nach diesem Ebola-Vorfall 2014, den Sie gerade angesprochen haben, wo Sie auch selbst der Presse Rede und Antwort stehen mussten, haben Sie gemerkt, dass Sie mehr Wert auf Social Media legen müssen. Kann man das so zusammenfassen? Ja, 2014 war das noch nicht, wie gesagt, noch nicht so extrem, aber das kann man so zusammenfassen, kann man auch allen raten. Wir müssen mehr machen in den sozialen Medien, aber das bedeutet auch Dialog. Das bedeutet, es ist nicht eine Einbahnstraße, man muss auch reagieren und wir haben es auch in Berlin, und nur dafür kann ich ja sprechen, vor kurzem bei einigen Bränden erlebt, Brände, die auch in Brandenburg waren, aber dann der Rauch, der nach Berlin rüberzog, dass gerade auf den Social-Media-Kanälen eine ganze Menge Fragen auch an uns gestellt wurden und dass die Bevölkerung auch Hinweise haben wollte, auch wie muss ich mich jetzt verhalten, bin ich jetzt rauchvergiftet und ähnliches. Darauf muss man reagieren, darauf müssen wir uns einstellen, aber auch eben aktiv informieren. Und da bieten eben die sozialen Medien auch den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben große Chancen, in den Dialog zu kommen. Nun sind Sie so weit, dass Sie im vergangenen Jahr rund 100.000 Abonnenten zusätzlich auf dem Kurznachrichtendienst Twitter gewonnen haben und wollen deswegen auch die Kapazitäten, also gerade was das Personal im Social-Media-Bereich bei der Berliner Feuerwehr betrifft, aufstocken. Inwiefern? Ja, es war auch schon, ich muss mal sagen, faszinierend, dass diese Anzahl der Follower so gestiegen ist. Wir müssen aber auch sagen, dass Twitter eben ein Medium ist, wo wir Multiplikatoren erreichen. Und das sieht man ja auch, wenn sich das exponentiell eben erhöht, diese Follower dort. Die Bedeutung hat man da so ein bisschen unterschätzt. Also man erreicht da Multiplikatoren, die Presse und also auch viele andere, die eben die Meldung entsprechend weitergeben. Wir machen das jetzt auch schon, dass wir bei größeren Einsätzen innerhalb von wenigen Minuten die ersten Informationen geben, nach einiger Zeit dann gesicherte Informationen zu diesem Einsatz, also nochmal einen zweiten Tweet und gegebenenfalls einen dritten, einen Abschluss. Das kostet aber kostet Personal und da brauche ich auch ein Backup, da brauche ich auch die Zuarbeit und den Kontakt, nicht nur zum Einsatzleiter, auch zur Leitstelle, und darauf bereiten wir uns jetzt vor. Vielen Dank, Herr Erbe, erstmal für die Information. Und ja, nicht nur für die Kommunikation bei der Feuerwehr ist Social Media extrem wichtig, sondern auch die Polizei im Freistaat Sachsen hat die Kommunikationsmittel im Social Media Bereich mittlerweile für sich entdeckt. Präferiertes Kommunikationsmittel ist natürlich Twitter, aber eigentlich werden alle Social Media Kommunikationskanäle bei der Polizei Sachsen bedient, oder? Ja, genau. Wir haben nicht nur Twitter. Twitter ist natürlich im Einsatz wirklich ganz stark präferiert, aber wir haben auch Facebook natürlich und wir haben auch einen neuen Instagram-Account relativ frisch, der wirklich sich großer Beliebtheit erfreut.
ist einfach wirklich wichtig, dass wir regelmäßig Informationen rausgeben. Einfach wirklich, dass die Leute sich informiert fühlen. Nein, nicht nur, dass sie sich informiert fühlen, dass sie auch informiert werden, Stück für Stück. Und deswegen ist es auch so wichtig, einfach sie zu updaten. Was passiert denn jetzt gerade? Was ist jetzt gerade Lage? Und das versuchen wir dann natürlich. Auf knapp 16.000 Quadratmetern dreht sich hier auch noch in den nächsten beiden Tagen alles um Feuerwehr, um den Zivilen, aber auch um Katastrophenschutz. Nicht nur der Helikopter Christoph 7 bietet dabei Einblicke. Die Tore des Dresdner Messegeländes öffnen jeweils am Freitag und am Samstag von 9 bis 17 Uhr.